Hallo Leute, ciao von Andra Unger. So, die Situation ist schlimmer. Und Coronavirus ist wirklich jetzt verrückt geworden. Wir sind gesperrt hier in Italien zu Hause. Ich bin total einverstanden mit dieser Entscheidung natürlich, weil es für Sicherheit ist. Und meine Arbeit als Trader kann weitergehen. Ich handle von zu Hause. Also im Prinzip ist es für mich vom Business kein größeres Problem. Obwohl die Frage kommt, ja, aber wie gehen deine Systeme? In der Tat habe ich meiste Systeme ausgeschaltet und ich kontrolliere gerade, wann ich die wieder starten kann, weil die Situation wirklich verrückt geworden ist. Aber die Frage ist dann, okay, aber war das eine richtige Entscheidung? War es ein Fehler? Wie haben deine Systeme eigentlich funktioniert? Ich kann jetzt natürlich nicht alle 200 und mehr Systeme zeigen, aber ich habe vier Systeme gewählt, die ich dir zeigen will. Warum diese vier? Weil es die besten waren, viel schlau? Nein. Nein, diese vier Systeme sind für mich wichtig, auch unterschiedliche Gründe. Das erste System ist ein System auf Mini-SMP und dieses System, genau das System, habe ich in der Trading-Weltmeisterschaft von 2008 benutzt und dort habe ich wirklich sehr gutes Geld verdient. So, 2008 war ein sehr volatiles Jahr. Die Frage ist also, ist da die Volatilität heute auch verrückt hoch ist, ist es genauso, wie es in 2008 war? Ist die Volatilität anders? Funktioniert das System noch nach 12 Jahren? Das will ich dir sofort zeigen. Dann ein System auf DAX, was im Prinzip so aufgebaut ist wie dasselbe System, was ich auch noch wieder in 2008 benutzt hatte. Also anderes Ansatz, das will ich dir sofort erklären. Funktioniert das nicht? Was passiert? Zeige ich dir. Dann zwei Märkte, die am Moment auch wichtig sind, weil man darüber redet. Crude Oil, Rohöl. Warum? Wir wissen, die Probleme, die gerade jetzt die letzten Tage wir gesehen haben, die Preise sind verrückt runtergefallen, weil die Produktion höher wird, weil Saudi-Arabien und Russland ein bisschen gestritten haben, weil. Ein echtes Problem. Es ist etwas passiert, was wir vermutlich niemals vorher gesehen hatten. Also in diesem verrückten Markt, was dann auch zusammen mit Coronavirus die anderen Märkte natürlich stört, haben meine Systeme funktioniert. Ich will dir ein System zeigen, die Ergebnisse von einem System. Warum dieses System? Weil das System war, was ich seit einigen Monaten oder Jahren im Weltmeisterdepot in Deutschland benutzt hatte. Die Signale von dem System waren zur Verfügung fürs Weltmeisterdepot in Deutschland. Also, wie hat es dann funktioniert in der Tat? Das zeige ich dir. Und genauso bei Gold. Gold Future, anderer Markt, was interessant ist. Warum interessant? Weil man immer sagt, okay, die Indexes sind verrückt, man kann sich nicht in Aktien investieren. Soll ich in Gold investieren? Wie geht Gold eigentlich? Was passiert in Gold? Ist Gold noch ein sicheres Land zum Investieren oder zum Handeln? Ich zeige dir genau das andere System, was auch im Weltmeisterdepot aktiv war, auf Gold. Zeige ich dir auf meiner Cloud ab sofort. Also Leute, das hier ist das System auf Mini-S&P 500. Dieses System hat in 2008 sehr gut performiert. Hier sieht man die Aktivität, Beispiele natürlich. Und sieht man, wie aktiv es war. Die Frage ist, es war in 2008 aktiv, hat gut performiert, weil dort die Vola sehr hoch war. Jetzt ist die Vola wieder hoch. Wie geht das System jetzt, heute, nach 12 Jahren? Ist das System noch gut? Ist es immer noch gut, wenn es verrückt ist oder nicht? Natürlich, die Frage kommt selbst, dass das System ziemlich alt ist. Das Report hier zeigt, nur Moment der Geduld, hier kommt es. Schon wieder verschwunden? Nein? Okay. Die Equity-Linie erstmal. Diese Equity-Line hier ist nicht die schönste in der Welt, das ist klar. Man sieht, es gab eine längere Periode, wo fast nichts passiert ist.
Und das war auch die Periode, wo die Märkte sehr ruhig waren, in der Tat. Okay? Und das ist wichtig für unsere Zwecke. Wenn alles ruhig war, ist nichts passiert. Und dann hier, sowieso in der letzten Zeit, das sieht man wieder Profits, die kommen. Und hier war 2008, weil es verrückt war. Jahr pro Jahr sieht man hier über 200.000 Dollar in 2008. Aber auch jetzt in 2020 23.000 Dollar so weit und alle, oder sogar noch mehr, im März. Im März, jetzt. Jetzt wegen der hohen Volatilität, die man jetzt in den Märkten sieht. Also, diese Profits hier, die sind ein gutes Zeichen. Das System ist wieder fit nach 12 Jahren. Wenn die Märkte wieder verrückt werden, ist dieses System hier bereits. Dieses System ist aber doppelt stressig. Einmal, weil es irgendwie kompliziert arbeitet. Sieht man, wie es hier komplizierte Trades durchführt. Das ist vielleicht das komplizierteste System, was ich habe. Meine anderen Systeme sind wesentlich einfacher. Aber das System arbeitet nur, wenn die Märkte sehr volatil werden. Und wenn alles wirklich verrückt ist, dann zeigt es auch Profit. Aber man muss stark und tapfer sein. Die Nerven sind natürlich gut aufgeregt, wenn man das handelt. Und die Frage ist, ob es sich lohnt, so viel Stress zu haben oder ob einer einfach ruhig sitzen kann. Aber das ist eine Frage, die ich selbst nicht beantworten kann. Ich kann für mich reden natürlich und ich werde dann auch etwas mehr dazu sagen. Aber dieses System spielt in verrückte Märkte ziemlich gut. Ein anderes System war auf DAX, das ist DAX Future. Dieses System hat für mehrere Jahre, es war auch in 2008, Wettbewerbe aktive. Dieses System hat in 2008 auch gut verdient, aber hat dann, wie ich mehrmals gesagt habe, je nach DAX-Bewegungen schmerzhaft gearbeitet und letztendlich ein bisschen wieder Profit gezeigt, wie das gesagt zu funktionieren. Jahr nach Jahr sieht man, wie gesagt, monatlich, sorry, hier im März hat es aber verloren. Im März hat es verloren, trotzdem ist es in 2020 immer noch im Plus. Okay, gab ich diese verlorenen Jahre in der Vergangenheit, habe ich schon gesagt. Das waren die komischen Jahre, wo DAX nicht mehr so fit war. Aber diese Verluste in den letzten Tagen, und man sieht Tag nach Tag, es hat hier im März immer verloren. Warum? Warum hat das andere System so gut funktioniert? Dieses System ist ein Breakout-System, wo Ende des Tages die Position geschlossen wird oder bei einem Stop-Loss. Und es ist wohl passiert, dass es Bewegungen gab, die erstmal im Plus waren und dann ausgetoppt wurden, weil die Volatilität sehr schmutzig war. Einmal nach unten und einmal wieder nach oben. Einmal nach oben und dann wieder nach unten. Und in dem Fall verliert das System Geld, weil es einfach ausgestoppt wird, auch wenn es vorher Gewinne zeigt hat. Einer könnte sagen, warum hast du keinen Trailing Stop? Warum keinen Take Profit? Das können wir vielleicht in einem nächsten Video mit Zahlen erklären. Ich kann schon sagen, das funktioniert nicht so einfach. Aber die Frage ist, wäre natürlich in diesem Fall geeignet. Wie gesagt, ich werde dir zeigen in der Zukunft, warum das in der Tat nicht funktioniert, nicht im Schnitt funktioniert. Gehen wir weiter. Energie, Rohöl, das war dieser Markt, wo alles verrückt geworden ist. Hier das riesengroße Gap Down am Montag. Und hier diese Strategie, die im Weltmeisterdepot, diese Newsletter, die ich in Deutschland hatte, aktiv war. Die hatte glatte Zeit für eine Weile und dann auch Verlust, aber dann in den letzten Monaten hat es wieder Gewinne gezeigt, gerade an der Ende von der Historie. Monat nach Monat kann man sehen, das hat im März gar nicht gearbeitet. Also diese Strategie hat sicher keine Schmerzen von den Problemen, die heute da sind, aber auch keine Gewinne erzeugt. Es hat einfach nicht gearbeitet. Es hat wohl das Down-Move, von der Down-Move profitiert, hier sieht man. Aber es ist dann beim Take-Profit ausgestiegen. Dieser Artikel hat also einen Take-Profit. Und hier konnte einer sagen, du bist blöder Hund. Ohne Take-Profit hättest du wesentlich mehr verdient. Okay, das ist ja klar von dieser Chart. Aber in diesem Fall, in diesem Moment,
Man könnte auch denken, okay, statt ein Take-Profit nutze ich das Niveau vom Take-Profit als Trigger-Niveau. Ich meine, wenn die Profits diese Gegend, dieses Niveau erreicht haben, ab dort nutze ich ein Trailing, sodass ich eventuell noch in der Position bleibe. Das wäre vielleicht eine Lösung. Diese könnten wir auch zukünftig besser analysieren. Aber wenn wir hier mal dieser Fall ein bisschen ehrlich anschauen und analysieren, sieht man, dass hier bei 45,50 ungefähr, wo das Take Profit stattgefunden hat, sind dann die Preise bis ungefähr 48 wieder gestiegen hier. Und ich vermute, dass wir hätten in jedem Fall ein Trailing getriggert gesehen. Also wir wären in jedem Fall raus und sogar noch schlechter als bei Take Profit. Also hier, ehrlich zu sagen, hätte das vielleicht gar nicht funktioniert. Aber wie gesagt, ich weiß, dass es nicht gut funktioniert, aber man könnte das besser analysieren und eine bessere Antwort mit Zahlen geben. Dann Gold. Gold ist ein sicherer Markt oder ist ein Markt, wo man hingehen muss auf der Flucht, wenn alles passiert, weiß ich nicht. Das ist eine andere Strategie, die auch im Weltmeisterdepot aktiv war. Diese Strategie hat im März Geld verloren. Ein bisschen, weniger als was es vorher verdient hat, und man sieht, es ist in 2020 noch im Plus, leicht im Plus. Die Equity Line, sie ist gut, es gab einen Drawdown hier, aber dann ist sie wieder fit geworden. Also diese Strategie hat in den letzten Zeiten Geld verdient, hat nicht unbedingt von den verrückten Bewegungen profitiert, weil die nicht, im März hat sie kein Geld verdient, hat verloren. Und mit eigentlich blöde Trades, wenn man die Trades von März, die verlorenen Trades von März mal hier sieht zum Beispiel, sieht man, dass die Stop-Losses hier in jedem Fall bei extremer Retracement platziert wurden. Also da kann man sich ärgern bei diesem Exit hier. Aber auch hier, das sind natürlich Zufälle. Die Strategie hat einfach das gemacht, was normalerweise passiert. Man hat Pech manchmal und hier hat man Pech gehabt. Es liegt nicht an den Märkten, es liegt an Zufall. Hier hat man einfach Pech gehabt. Man könnte hier spielen, sagen, ja, ich nutze breitere Stops. Ja, aber das wäre immer, das wäre ein Betrug an uns selbst, weil man vorher niemals weiß, wie es sich dann in der Zukunft die Bewegung entwickeln wird. Und diese Ausstiege ärgern uns, aber die passieren zufällig, aber es ist nichts Komisches passiert. Also das Gute ist, dass die Strategien generell, wenn ich auch meine andere analysiere, alle zusammen, einige haben gut verdient, einige haben schlecht verloren, aber insgesamt haben die Strategien trotzdem kein Geld verloren. Wenn einer denkt, ich wäre in Aktienmarkt investiert, hätte ich heute tiefe Verluste erfahren. Nein, mit diesen Trading-Systemen nicht. Lohnt es sich aber oder ist es besser, ruhig zu bleiben? Das kann jeder für sich antworten, weil die Volatilität und die Nerven sind so gestresst, dass man manchmal auch vielleicht ein besseres Leben hat, ohne zu handeln. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Gut ist, dass die Trading-Systeme auch in diesen Momenten nicht schlecht waren. Nicht wie bei anderen Investitionen, wie beim Aktienmarkt zum Beispiel. So, du hast gesehen, wie die Situation aussah. Gut, schlecht, jeder kann das anders sehen, aber die Systeme haben gelaufen. Ich habe auch die anderen Systeme für mich selbst analysiert und ich kann sagen, dass ich ungefähr im Break-Even wäre. Einige haben sehr gut verdient, andere haben sehr hoch verloren und im Schnitt ist es ungefähr um Null und das bedeutet, dass die Entscheidung richtig war, alles am Moment auszuschalten. Warum? Ich habe nicht verloren, aber trotzdem wäre die Volatilität in meiner Equity Line zu hoch gewesen und das hätte natürlich sehr viel Stress gebracht und ich lebe ruhiger, wenn ich keinen Stress habe. Also am Moment bin ich ziemlich zufrieden. Aber generell, die Systeme hätten keine Katastrophe aufgebaut in meinem Portfolio. Das ist wichtig. Das sind Trading-Systeme, das ist, was ich
machen. Wenn du auch etwas mehr von Trading-Systemen lernen willst, kannst du hier bei dem Link unten registrieren. Das ist total frei. Da kann ich dir etwas anderes erzählen über Trading-Systeme. Vielleicht hast du schon teilgenommen, okay, und da weißt du schon mehr. Oder generell kannst du dort etwas anderes lernen und zuhören, wie die ganze automatisierte Trading-Welt, meine Welt, funktioniert. Das war's. Leider ist Trading natürlich nicht das wichtigste Thema heute. Ich hoffe, wir werden so bald wie möglich wieder entspannt über das Leben reden können. Und ich hoffe, dass so bald wie möglich also diese Coronavirus-Geschichte vorbei sein wird. Das hoffen alle, glaube ich. Und wirklich hoffen wir, dass es so schnell wie möglich wieder zu einer Lösung kommt. Das war es am Moment. Ich habe nicht gesagt, du sollst abonnieren, sage ich jetzt, abonniere meinen Kanal. Und kannst auch mein E-Book runterladen, immer ein anderes Link da unten bei der TradingWeltmeister.de Webseite, gratis, aber generell, wir treffen uns wieder nächste Woche hier auf dem Kanal. Ciao von Ronda, ciao aus Italien, das gesperrte Italien.